Was wollen Sie eigentlich von mir? Ich habe mit dem Tod von meinem Ex-Chef nichts zu tun. Aber Sie haben ihm gestern Vormittag gedroht mit Konsequenzen, weil er ihn gekündigt hat. Na und? Ist doch klar, dass ich sauer war. Schließlich war mein Rauswurf voll der Witz und absolut überzogen. Ach, seit wann ist denn die Belästigung von weiblichen Gästen ein Witz? Ich hab doch bloß so eine blöde Zicke nach der Nummer gefragt. Außerdem hatte gerade mein Chef nicht das Recht, mich wegen so einem Quatsch zu feuern. Wie meinen Sie das denn? Naja, was der mit seiner Geschäftspartnerin getrieben hat, war auch nicht gerade jugendfrei. Wenn ich das seiner Frau erzählt hätte. Moment mal, Sie wollen behaupten, dass die beiden ein Verhältnis hatten? Nee, dass sie zusammen Schach gespielt haben. Was glauben Sie denn? Pass mal auf, Junge, wir können auch ganz andere Seiten hier aufziehen, ja? Okay, schon gut. Also, wo waren Sie gestern zwischen 6 und 7? Unterwegs. Wo unterwegs? Na, auf der Goethestraße. Ich war ab 6:30 bei so einer Nutte. Bin dort eine Stunde geblieben. Wie heißt die Frau? Keine Ahnung, wie die wirklich heißt. Auf dem Strich heißt sie Angel. Oh, das ist ja mal ein super Alibi. Wir werden es trotzdem überprüfen. Ist der Typ widerlich. Hört mal, die Spurensicherung hat weder am Lenkrad noch am Schalthebel des Unfallwagens Fingerabdrücke sicherstellen können. Mhm. Und am Rückspiegel oder Türgriff? Auch nichts. Scheinbar hat der Täter sämtliche Spuren abgewischt oder er hat Handschuhe benutzt. Das Einzige, was die Kollegen feststellen konnten, waren ja, Haare. Toll. Dann können wir uns jetzt von allen aus dem Umfeld des Toten eine Speichelprobe besorgen. Ja, so sieht's aus. Obwohl, ich tippe hier auf die Ehefrau. Wenn die wusste, dass ihr Mann was mit seiner Geschäftspartnerin hat, dann war die bestimmt stinksauer. Ja, aber ich fand, dass die wirklich schockiert war, als wir ihr die Todesnachricht überbracht haben. Oder, Gerrit? Hier sind die Unfallunterlagen vom Bruder des Toten und eine Kopie von den Versicherungsunterlagen ist auch mit drin. Danke, Anna. Das ist ja ein dickes Ding. Wusstet ihr eigentlich, dass der Bruder des Toten für seinen Unfall 300.000 Euro von der Versicherung kassiert hat? Was? Das war eine Menge Kohle. Gab es denn damals Hinweise auf Versicherungsbetrug? Moment mal, ihr glaubt, er hat sich absichtlich zum Krüppel fahren lassen? Ey, das wäre doch ein bisschen sehr krank, oder nicht? Das wäre allerdings sehr krank. Ja. Obwohl, Leute, nee, komm, wir müssen echt von der Unfallflucht ausgehen. Aber wenn ich es mir so recht überlege, wenn der Kerl wirklich 300.000 Euro bekommen hat, wieso lebt er dann so runtergekommen zur Untermiete? Vielleicht ist er einfach nur sparsam. Tja, oder was weiß ich, was er mit dem Geld gemacht hat. Verzockt, verliehen, verspekuliert. Oder vielleicht hat er es seinem Bruder ergeben, für das Fitnessstudio. Na, Herr Grass, gibt's was Neues? Ja, in der Tat. Wir haben ein paar Fragen an Sie. Darf ich mal? Das war bei der Neueröffnung vom Fitnessstudio. Es war ein sehr schöner Abend. Sie verstehen sich ganz gut mit der Geschäftspartnerin Ihres Bruders, oder? Sie ist auch eine wundervolle Frau. Finden Sie nicht? Herr Steiner, wir sind hier, weil wir Sie um eine DNA-Probe bitten wollen. Eine DNA-Probe? Blut etwa? Nein, nein, nein. Eine Speichelprobe. Wissen Sie, wir haben in dem Tatfahrzeug Haare gefunden. Und die möchten wir ganz gerne mit Ihrem DNA-Muster abgleichen. Ach so. Naja, wenn es zur Aufklärung beiträgt. Aber in dem Auto sind auf jeden Fall Haare von mir. Mein Bruder hat mich öfter mitgenommen. Das wissen wir. Das werden wir auch berücksichtigen, Herr Steiner. Und wie gesagt, wir machen das ja auch nur zu Vergleichszwecken. Ich habe dann noch mal eine Frage. Also bitte verstehen Sie mich nicht falsch, ich will Ihnen nicht zu nahe treten. Aber Sie haben doch nach dem Unfall eine Menge Geld bekommen von der Versicherung. Warum wohnen Sie hier zur Untermiete? Warum gönnen Sie sich nicht eine richtig schöne, helle Wohnung? Hören Sie mal, das geht Sie gar nichts an. Ja, ich habe mich nur gewundert. Sorry. Entschuldigen Sie. Ich bin im Augenblick wirklich tot meines Bruders. Er fehlt mir so. Ich habe immer geahnt, dass mein Mann etwas mit seiner Geschäftspartnerin laufen hat. Aber ich wollte es irgendwie nicht wahrhaben. Sie kennen das ja. Was wird nur Manfred sagen? Manfred Steiner? Was hat denn der Bruder Ihres Mannes damit zu tun? Mein Schwager ist ja schon seit Jahren in Martina verliebt. Waren die beiden mal zusammen? Ach, oh. Wo denken Sie hin?
Mein Schwager ist ja nun nicht der Frauentyp. Mein Mann hat immer gesagt, na ja, er sei noch Jungfrau. Manfred war so verknallt, er würde sich sogar aus dem Fenster stürzen, wenn sie es verlangen würde. Ja, und weshalb haben Sie nichts dagegen gehabt, dass Ihr Mann mit dieser Frau eine Fitnessschule zusammen eröffnet? Er hat mich einfach vor vollendete Tatsachen gestellt. Eines Tages kam er nach Hause und hat gesagt, ich eröffne ein Fitnessstudio. Ich habe gesagt, von welchem Geld denn? Aber er wollte mir keine Antwort geben. Ja, vielleicht ein Kredit. Das wollte er mir auch erzählen. Mein Mann ist privat insolvent. Da gibt keine Bank einem Geld. Ja, stimmt, haben Sie recht. Merkwürdig ist das Ganze schon. Sagen Sie mal, was haben Sie eigentlich gestern gemacht zur Tatzeit? Ich war zu Hause bei meiner Tochter. Sie hat geschlafen. Ich habe leider kein Alibi, aber hören Sie, ich hätte doch meinem Mann nie etwas angetan. Niemals. Er ist doch der Vater meiner Tochter. Einfach ziehen. Hallo? Hallo. Ihre Kollegen von der Spurensicherung sind gerade weg. Die haben den Schlüsselkasten ganz schön lange blockiert. Tja, komm vor. Frau Passig, warum haben Sie uns eigentlich nicht erzählt, dass Sie ein Verhältnis mit den Toten hatten? Ich wusste nicht, dass das für Ihre Ermittlungen eine Rolle spielt. Und wie uns das interessiert. Zumal wir eben erfahren haben, dass die Finanzierung Ihres Fitnessstudios unter, ich sag mal, dubiosen Umständen zustande gekommen ist. Unter dubiosen Umständen? Ja, klar. Ihr Geschäftspartner hatte doch gar keine Kohle. Er hatte gar kein Geld für eine Geschäftsgründung. Mich hat nicht interessiert, wie er an das Geld für seinen Anteil gekommen ist. Sie gehen mit Ihrem Partner ein so hohes Risiko ein und interessieren sich nicht für seinen finanziellen Background? Naja, ich habe mich halt von meinem Bauchgefühl leiten lassen. Von Ihrem Bauchgefühl oder von der Versicherungsprämie, die sein Bruder kassiert hat? Sie wissen schon, für seinen Unfall im letzten Jahr. Woher soll ich wissen, was Manfred von der Versicherung bekommen hat? Weil er in Sie verliebt war. Er hat Ihnen doch sicherlich von seinem plötzlichen Reichtum erzählt, oder nicht? Jetzt reicht es mir aber mit Ihren Unterstellungen. Erst nerven Ihre Leute hier ständig rum. Und jetzt so. Ich muss mich jetzt um mein Geschäft kümmern. Moment mal. Vorher hätten wir ganz gerne noch eine Sprecheprobe von Ihnen. Jemand muss den Schlüsselkasten abgewischt haben. Es war kein einziger Fingerabdruck darauf. Und im Umfeld des Toten muss jeder zumindest einmal im Firmenwagen gesessen oder mitgefahren sein. Außer seine Ehefrau. Naja, dann scheidet die wenigstens als Täterin aus. Leute, der Besuch bei der Bank war ein voller Erfolg. Der Bruder des Toten hat das gesamte Geld, das er von der Versicherung erhalten hat, an die Fitnessstudiobesitzerin weiterüberwiesen. Und sein Bruder? Hat er auch Geld bekommen? Die Hälfte überwiesen von der Fitnessstudiobesitzerin. Moment, dann hat der Bruder des Toten sein gesamtes Vermögen für das Fitnessstudio geopfert? Liebe muss schön sein. Tja, und dann muss er mit ansehen, wie die Frau, die er liebt, was mit seinem Bruder anfängt. Wenn das mal kein Motiv ist. Gut, stellt sich noch die Frage, wie ist er mit seinem steifen Bein Auto gefahren? Kann ich dir sagen, ich habe ja gerade den KTU-Bericht. Hier. Das ist das Auto. Mit Automatikgetriebe. Sie schon wieder? Guten Abend. Wir würden gerne noch mal mit Ihrem Untermieter sprechen. Der ist nicht zu Hause. Wo ist er denn? Wissen Sie das? Wahrscheinlich hängt er wieder im Fitnessstudio rum. Weiß der Teufel, was er da immer macht. Haben die denn noch geöffnet? Ich glaube kaum, aber er hat ja einen Schlüssel für die Bude. Okay. Ja gut, danke. Und wenn Sie ihn treffen, bestellen Sie einen schönen Gruß von mir. Ich warte immer noch auf die Miete. Machen wir. Du kannst hier nicht immer einfach so reinspazieren. Wenn du nicht abhaust, rufe ich die Bullen und sag denen, dass du deinen Bruder platt gefahren hast. Mach doch. Dann wanderst du gleich mit ins Gefängnis. Wegen Versicherungsbetrug und Körperverletzung. Manfred, lass mich doch bitte in Ruhe. Ich kann dir das Geld nicht zurückgeben. Es steckt doch alles hier im Studio. Ich lass mich von dir doch nicht mehr verarschen. Von wegen. Wenn wir das Geld von der Versicherung haben, dann heiraten wir. Manfred, bitte. Ich hab doch versucht, dich zu lieben. Ich kann es einfach nicht. Aber mich mit dem Auto überfahren, das konntest du. Wegen dir bin ich ein scheiß Krüppel. Und Manfred, du hast nichts bitte. Besseres zu tun. Manfred. Mein Bruder zu vögeln. Du liebst mich doch. Herr Steiner! Legen Sie die Hand weg. Sofort! Okay, und jetzt gehen Sie einen Schritt zurück und die Hände hinter den Kopf. Sie sind vorläufig festgenommen. Sie auch, Frau Passig.
Wird die Ehefrau des Opfers das Fitnessstudio weiterführen können? Gleich bei K11. Manfred Steiner wurde wegen Totschlags und Betrugs zu 14 Jahren Haft verurteilt. Martina Passig wurde wegen gefährlicher Körperverletzung und Betrugs zu 5 Jahren Haft verurteilt. Die Unfallversicherung hat die ausgezahlte Summe zurückgefordert. Das Fitnessstudio wurde zwangsversteigert.